Und los geht's. Und los geht's. Hi, da sind wir wieder. Servus. Und auf einmal bin ich Markus. Perfekt an der Kamera. Oder eines Aufnahmeprogramms. Je nach Wahl. Oh, das sind ja Mutatoren-Viecher. Ja, hab ich dir gesagt. Den bin ich ja gerade schon dran. Ich bin auch hier am Krieger Plus. Ich habe den Krieger 3 Plus schon, also alles gut. Ah, cool. Ich bin halt einfach nicht down, den Krieger Plus. Upp. Okay. Sorry, du bist genau in den Schuss reingelaufen. Jo. Du hast geh mal in die Rolf rein, oder wie das Ding heißt. In die Roffle. Nein, da geh ich jetzt rein. Da geh du halt rein. Aber du machst Schaden. Im Gegensatz zu mir, also, ne? God damn. Gut, ich meine, ich blockiere die von daher. Oh Gott, das sind 6 plus. Good job. Oh, leer. Yeah. Ey, spielt in der Winter, gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob man das die Overlay sieht. Mal was schon. Ja. Ich weiß aber nicht. Achtung, mein Schnellgeschoss kommt wieder an hier, ne? Jojo. Ich warne dich nur schon mal vor. Dann ist ja egal, wenn ich runterfalle. Andere Richtung, Kerl. Hier lang. Ja. Schießt auch noch, Markus, oder hast du schon alles im Raten? Da waren nur 5 Schuss oder so drin, weil einer nicht aufgeladen hat. Ah, ja. Wie könnte das nur sein? Hm. Komisch. Dich um mich hier. Oder um mich. Ja, okay. Aber nicht um mich. Jetzt bin ich froh, dass ihr alle die, dass du dich wenigstens Phoenix drin hast. Ja. Ja, gut, den brauche ich ja, ne? Oder zumindest irgendwer hier und. Deswegen muss ich mich nicht so um dich kümmern, wenn ich dich aus denen runterschieße, aber was auf der Map gerade sehr kompliziert sonst wäre. Mhm. So. Baust du da mal um? Jetzt sofort? Markus, kreiere. Ja, ich muss nochmal hier überlegen. Da musst du nichts überlegen. Doch. Wollen wir sowas wie eine Damage-Zone? Wäre ganz gut. Ich überlege mir gerade wo, weil hier so am Kern ist ein bisschen was nah am Kern, ne? Ein bisschen mit Nähe. Man könnte es theoretisch auch so fokussieren, dass die hier irgendwo den Hauptschaden abbekommen. Geht aber schwer, da kannst du wenig Türme nur hinpacken. Ja. Was ich mir denke, ist. Obwohl, genau da wäre an sich gar nicht so schlecht, vielleicht, weil. Ja, hier halt, ne? Wo ich gerade bin. Und da hat schon wieder eine Nachricht geschickt. Ja. Dass das die nicht lernen! Unglaublich! Ist aber simpler so für die, das ist einfach. Weil TeamSpeaker mittlerweile standardmäßig den globalen Chat ausgewählt hat. Ja. Aber das macht vielleicht sogar am meisten Sinn, weil die da wirklich an allen 4 Seiten vorbeigehen. Ja. Ja, da kommt. Bock. Mach mal's hier. Ja. Vor allem hat das noch den anderen Vorteil, dass damit der Kern nebenbei noch geschützt wird, weil die Reichweiten darüber gehen. Ja, gut. Mit Amp und Fokus wahrscheinlich. Die wir eh aber dabei haben, also. Ja, ja, ja. Also wo jetzt beim Kern das Ding oder? Ja, nee, da wo du gerade stehst, oder nicht? Quasi ja hier hinten. Da wo ich gerade stehe. Was da? Nee, ja, ich hab hier gedacht. Ich hätte auch im Kern gesagt eigentlich. Klar. Das ist der einzige Ort, wo die an allen 4 Seiten vorbeilaufen, Simon. Verwirrung. Okay. Na, am Kern laufen sie auch nicht an allen 4. Doch, 3. Klar. Komm, ja stimmt, komm hier raus und laufen dann hier rum. Ja gut, das sind rein, das hier. 3, ja, aber. Der vierte ist dann die ist dann der Kern. Ja. Ja, eben 3,5 praktisch. Eben. Okay. Heißt. Eben bei den Simos stehen wir relativ doof. Yes. Da wir ja gelernt haben, dass die respawnen, kann man die auch ein bisschen was weiter nach vorne packen. Ich hab ne Idee. Yes. Weg mit dem Zeug. Oh, ey, ohne Witz.
Reg dich doch nicht so drüber auf. Doch, Störgeräusche. Nur. Jo. Ja, was ist jetzt mit Damage Zone? Ich glaube, er denkt noch. Ach, grundlos. So. Schreibt dem Störenfried gerade. Könntest du das vielleicht machen, wenn du fertig bist mit Aufbauen? So. Ich bin schon fertig mit Schreiben. Okay. Der antwortet dir bestimmt gleich, ich sag's dir. Kann auch ruhig machen. Lesen werde ich's nicht. Ich hab so viel Never Winter gespielt. Wow. Hast du? Ja, habe ich. Warum? Ich bin gerade gelaufen, bin gesprungen und wollte dann im Sprung W drücken, um mich ein Stück weit nach vorne zu teleportieren. Nicht W, sondern eben hier Shift, meine ich. Okay. Um eben hier so eine Lücke zu über teleportieren. Und es ging nicht. Was wird das? Eine Damage Zone. Offenbar. Nee, Markus macht die längste Strecke möglich. Verstehen? Ist sie länger? Das ist die längste Strecke möglich. Man geht da einmal rum und dann geht man da einmal rum. Ich leite über 4 kurze Wege, also über 4 kurze Geraden und dann nochmal über 3 lange. Moment. Das wollte ich mir jetzt auch mal ansehen. Okay, man könnte. Hättest du aber, wenn du es direkt am Kern platziert hast, genauso gemacht. Du würdest sie genauso leiten und dann hättest du am Kern die Damage Zone. Die Damage Zone ist jetzt auch beim Kern. Wo denkst du hin? Gehen. Hinten nochmal rum. Nee, mein Gedankengang war an sich einfach, wenn man mal kurz schaut. Wenn das Spiel immer gerade nicht so rumlegen würde. Die kommen ja quasi von hier aus an. Tun sie jetzt immer noch, ja. Ja, eben. Dann würden die theoretisch schon hier die Damage Zone ist vor mir. Hier lang gehen? Genau. Habe ich auch vor. Die Blöcke kommen dann weg, wenn ich noch einen weiteren kriege. Mir fehlt bloß ein Block. Ist auf jeden Fall eine ziemlich lange Strecke, ja. Und wenn die dann weg sind, dann kommt das hier vorne wieder weg, oder wie? Ansonsten passt das mit der Strecke ja nicht mehr. Ja, die kann man dann nach eins nach hinten versetzen. Dann passt es, dann geht das besser auf. Stehen du? Nee. Muss ich wahrscheinlich gleich in der Praxis sehen. Ja, machen wir mal nächste Runde. Jo. Ich habe euch Geld abgenommen. Mal stehen. Hast du? Ja, er hat die Türme einfach deplatziert. Ja. Deplatziert, ja, ja. So, die Fachworte hier. Ja, muss reichen. Leute, Fachworte. Oh man, Gatling dabei. Wunderbar, wir sind ist viel zu einfach. Naja. Ja, ist doch wahr. Als nächstes kommst du uns noch mit der Aussage, dass man Sauerstoff zum Atmen braucht. Ja, soweit kommt es noch. Lügner! Das ist richtig, man braucht irgendein Gas zum Atmen. Sauerstoff braucht man nur zum Überleben. So, jetzt haben wir ich habe noch nie was anderes behauptet. Wer hat noch einen Turm? Vielleicht einen Türme habe ich genug. Raketenturm habe ich auch, aber ich habe kein Cash mehr. Ich habe keinen Turm, der Sinn machen würde. Der einzige Ort, ich kann das nur noch hier hinpacken. Da. Dann packe ich erstmal nur hier hin. Genau. So, Flak haben wir auch, ja, passt. Ja, klar. Auf 3. Ja, das ist auf 3, oder? Es sind 6 Flieger. Ja, ist auf 3. Und vor allem diese fetten, nervigen Viecher. Mhm. Was haben wir? Wir haben einen von diesen großen Viechern, dann 4 von den Rhinos, 6 von den Spuckern. Ich glaube, die Spucker kümmere ich mich dann. Ja, dann hänge ich mich ein bisschen an die hier an dem Eingang hängen. Okay. Good to go. Was? Hockey? Hockey. Ja, Hockey? Ja. Hockey? They're on their way! Ich finde es sehr cool, dass die Rhinos einfach vollspeed an mir vorbeilaufen. Ja, die interessieren sich ein Scheißdreck für dich, ne?
Ja, besser so. Erstmal möchte ich den Sporenhüter loswerden, ganz dringend. Bin gerade dabei. Wir sind gerade dabei. Down. Um die Flieger müssen wir uns nicht kümmern, die kümmern sich selbst. Ich möchte eigentlich anmerken, dass ich bloß einen relativ kurzen Weg nur haben. Ja, das stimmt. Das ist mir auch gerade erst aufgefallen. Ich hab den zweiten Eingang betrachtet. Das wird sich ja ändern, wenn der Weg umgebaut wird. Naja, ist mal da. Stimmt, die Runners können eine Instant killen, wenn sie wollen. Ich liebe es, ne? Ich bin es gewohnt, den Runners auf den Weg zu gehen, springe zur Seite und dann im Nichts. Und darf trotzdem 10 Sekunden respawnen. We made it. Zeit Limit. Egal. So. Jetzt bauen wir um. Wir bauen wir um. Das passt noch zeitlich. Ja, wenn Markus kommt. Das wäre ein größerer Aufwand. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich baue. Ich weiß doch schon längst, wie wir das bauen können. Du machst hier erstmal die Schräge rein und nimmst die da hinten raus. Dann hast du quasi erstmal dasselbe einmal verschoben. Effizienter für alle Seiten. Ja, aber dann müssen wir die Türme neu machen und dafür Zeit. Ist gut, dann machen wir in der nächsten Runde. Dann passiere ich einfach so lange erstmal sporadischen Reichweitenverstärker hin. Wir haben hier Kleinläufer und Krieger und Liskeblaske. Ich gehe auf die, ne, da geht's jemand jetzt hin. Okay, dann ja. Doch nicht. Oh, kannst mich gerne unterstützen. Mit den Dingern wäre ich allein nicht fertig, glaube ich. Ja, ich muss mich aber vielleicht um die Krieger kümmern. Ja, ich helfe dir mal. Mit dem Flak. Oder mit einem Hoffel, irgendwas. Volfinator. Bam. So. Jo. Das ist ein Ding, was von Rechner ganz gern ist. FYI. Ja. Ach, da vorne, okay. Bin dran, kein Problem. Down. Nice. Gut. So, jetzt haben wir Zeit. So, man hat auch schon Türme. Noch unten Löcher. So. Machen wir das hier. Das Beste, das meiste steht schon richtig. Ja. Einfach hier quer durch. Und dafür, dass hier hinten wieder so auf Standard umbauen. Oder ist er mit irgendeinem Problem? Ne, ist alles gut. Mich wundert nur, wo der Simo hin ist. Mich wundert gerade eher, was Markus da jetzt gerade genau baut. Er baut es und er baut gut. Da oben werden runtergleitet, gehen über drei kurze. Ja, okay, dann lasse ich eine kurze aus. Kurze Seite. Der Weg, den ich im Kopf habe, lässt eine lange Seite aus. Aber wir haben halt dann. Die laufen dann halt an drei Ecken auch wieder am Kern vorbei. Aber. So rennen ist sie ja auch egal. Ja, schon, aber das gefällt mir halt nicht. Ich bin ergreifend. So rennen sogar beide Eingänge an unsere Damage Zone vorbei. Durch den inneren Kreis. Stimmt, ja. Wären sie in der anderen Variante auch. Also in der, die ich im Kopf hab. Dann können wir hier die Querbestellung zweimal schon mal ganz weiter verschieben, oder nicht? Ich hab von Anfang an nicht verstanden, was du wolltest.
Ist das schau, schau mal ganz kurz. Du hast doch hier diese Schräge hier eingebaut, auf der du gerade stehst. Ja. Bis in den letzten Runden hat die ja quasi noch die beiden Gänge hier getrennt. Mhm. Wenn man das Ganze am Kern gemacht hätte, dann kann man anstatt den beiden Türen. Na eben doch. Schau mal, die laufen hier. Ich will dir nur meine Erklärung, also meinen Gedanken erklären. Die laufen hier am Rand entlang, gehen einmal außen rum und kommen hier am Rand wieder rein. Und dann hast du den ganzen Ort in der Mitte, wo immer noch die ganzen Türme stehen. Das heißt, die würden einmal hier lang laufen, einmal da lang laufen und an beiden Ecken einmal hier und dort wieder rein. Ja, aber dann würden sie zwei kurze und langes auslassen. Nee, die würden kein kurzes auslassen. Und die würden nicht zweimal auch. Doch, natürlich. Nein. Du kannst die zwei Wege dann nicht mehr nutzen. Die hier, da wo ich gerade stehe. Schau kannst mal. Sie dann nicht mehr durchlotsen. Nee. Wenn du. Hier? Ich verstehe schon, wie du meinst. Wieso geht das dann nicht mehr? Pass auf. Du hast es vor, so in etwa zu machen, so wie es hier ist, oder? Und dann bloß fetter machen, untenrum. Das ist so hier. Mehr oder weniger, ja, ja. Eigentlich schon. Dann kannst du die zwei angehängten Wege nicht mehr nutzen. Warum? Sollte es gehen, du willst ja eine Linie an Fahrt haben. Schau mal ganz kurz. Entweder die kommen von rechts von der langen Seite oder die kommen von der kurzen Seite. Wenn uns jetzt so vorstellen, das ist hinten zu. So meinst du? Dann laufen die eben quasi innen einmal das ganze Quadrat durch. Hm. Und kommen dann eben auf der anderen Seite von diesem Ausgang wieder auf die andere Hälfte der Damage-Zone. Die einzige Strecke, die dann nicht ablaufen würden, wäre hier hinten die. Hm, naja. Und beide würden auf beiden Seiten der Damage-Zone entlang gehen. Also beide Ausgänge. Ja, ich würde fast sagen, wir können das tatsächlich so lassen, wie es momentan ist. Klar können wir, aber es gibt ja bestimmt, es gibt eine bestimmte Person, die einfach meinen eigentlich verdammt simplen Gedankengang nicht gerafft hat. Und mir erst kein Feedback dazu gibt, warum es denn so viel Scheiße ist. Oder warum es ist nicht scheiße, ich baue gerade um. Warte, es gefällt dir besser? Ja. Okay. Okay. Ich überrasche mich immer wieder selbst. Ich habe schon gedacht, dass die Tatsache, dass du mich bei meinen vielfachen Versuchen, das zu erklären, ignoriert hast, einfach schon bedeutet, nee, kann nicht so gut sein, wie du das denkst. Ich hab bloß nachgedacht. Gut, geht das jetzt auch wirklich so auf? Ja, tut das sehr gut. So meinst du, ne? Ja. Ja. Dann passt's ja, dann ist der echt besser. Genau das war mein Gedankengang. Und die nächsten 8 kannst du jetzt gleich hier in die Damage-Zone packen, genau. Hm. Okay. So, Simon, hast du etwas einzuwenden? Als jemand, der grundsätzlich bei einem etwas einzuwenden hat, wenn er sucht? Hast du mal auf mein Image so zu verzerren? Ich bin Wahrheitsverkünder, hallo? Wahrheitsverkünder. Ja, deine persönliche Wahrheit. Für dich reicht. Gilt. Und nicht im Ansatz von irgendjemand anderem verstanden werden kann, Gens, weil du dich einfach weigerst. Du schweifst ab, antworte einfach. Wir könnten die beiden recht leeren Fälle noch irgendwie effizienter nutzen. Wir haben ja noch 4 Türme. Ja, das habe ich gerade vor. Fangen wir mal hier an. Er hat mich mit dem Satz abwürgt, ja? Kann dabei nicht mehr rauskommen. Hast du was gesagt? Hast du was gesagt, hä? Na, ich nicht. Wäre jetzt aus der tollen Werbung. Na, hast du den Fokus nicht verstellt? War falsch, war auf Fabrikanstellung. Das ist schlecht. Ja und? Normalerweise machst du das immer, also kümmere ich mich da nicht drum. Natürlich. Ja, ist so. Was aber da liegt, dass du es nicht machst, wobei es eigentlich deine Pflicht wäre, weil es dein Turm ist. Ah, Gott, ist das. So,
Ja, jetzt bin ich auch damit zufrieden. Ha, 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 ha. Perfekt. Okay. Ach, die Arm steht hier auch schon, okay. Jupp, hab ich gerade nicht. Da steht er schon. Okay. Ist die Range. Ouch. Ich werde aber den Kanonenturm umstellen, weil der steht ja voll in den Raketenturm, der steht ja unglaublich ineffizient. Okay. Der ist dann irgendwo weiter vorne besser, also hier. Ich überleg gerade die Amp, die könnten wir eigentlich auch vorne hinstellen. Macht aber so keinen großen Unterschied, oder? Steht ja, hier eigentlich recht gut, die deckt den ganzen Bereich ab. Dann würden wir zwei Türme kriegen, hast du allein. Ja, machen wir. Ja, ja. Genau dahin. Was ist mit der letzten Reihe hier? Ja, die ist ja gleich auch wieder voll. Die Amp hat ja gleich riesen Range. Bats. Ist der? Jo. Okay. Sehr gut. So, eine Flak wird weiterhin reichen. Ja, das ist Kleinvieh, was da von oben kommt, von daher. Also, die Welle, die Welle sieht für mich eigentlich recht leicht aus. Man muss halt nur irgendwie ein bisschen. Welche Wellen haben es hier recht leicht? Von der ersten Mal abgesehen. Gut, dann würde ich mal sagen. Können wir noch weitere Türme setzen? Gauss. Da hast du kein Mitspracherecht. Er will nur Gauss. Gauss. Also ja, Gauss. Aber doch nicht auf meinem Kopf. Doch. Sonst macht's ja keinen Spaß. Soll ja auch Spaß machen. Was denn?